Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Minecraft, bei UFOmann LP aus den UFOmann Studios Berlin, die Folge 359. Wir wollen jetzt hier gerade ein bisschen Strip Mining machen, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ist ja irgendwie neuerdings mein Sprichwort, irgendwie mein Konzept. Ich versuche die Dinge so zu organisieren, dass ich ja immer gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen jetzt auf Ebene 11 und bis wir da angekommen sind, haben wir schon... Nein, schon wieder falsch. Bis wir da angekommen sind, haben wir schon wieder mehrere Stacks Steine. Das ist sehr cool. Das ist nämlich mein Plan. Hier nicht die Fackeln vergessen. Und weiter geht's. Oh. Sehr schön. Und hier kommen wieder ein paar Fackeln rein. Und weiter geht's. Weiter geht's. So, wo mögen wir denn jetzt sein? Auf welcher Ebene? Wisst ihr, wenn man hier so eine Mine macht, dann braucht man A, die Natur nicht so verschandeln und B, könnte man halt vielleicht noch Diamanten finden. So, weiter geht's. Oh, Moment mal, ich muss mal einen Schluck... muss mal gleich einen Schluck Cola trinken. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Ich habe heute schon 5 oder 6 Folgen Banished aufgenommen. Dann habe ich mal ein bisschen... Oh, okay. Das sieht doch ganz gut aus. Den Creeper machen wir jetzt mal alle. Sehr schön. Ist da noch einer? Nee. Warte mal, wir müssen mal eine Fackel... hier reinsetzen am Rand. Vielleicht bringt das was. Ja, Lichtlevel erhöht. So, dann gucken wir mal, dass wir hier... Okay. Ah, Schießpulver, Schwarzpulver. Okay. Das hier für eine coole Höhle. Oh. Mist. Oh, da habe ich aber eben richtig viele. Oh, guck mal. Eine coole Höhle. Nein, jetzt wollte ich die mit der Fackel erschlagen. Ey. Was ist das für eine Höhle? Wow, wo sind wir denn hier? 28, okay. Gold. Ein Skelett. Okay, Mann. Spannend. Mal hier kommt Wasser raus. Wenn wir stoppen. Was hinkriegen. Von wo kommt denn das? Von da oben irgendwo? Ah, haben wir da eine Chance, das irgendwie zu stoppen? Ja, nicht, oder? Nee, dann kommt es bloß an der Seite weiter runter. Nee. Gut, dann, ja, dann werden wir hier mal ein bisschen farmen. Wenn wir schon mal hier sind. Gold ist schick, Eisen ist auch schick. Und Diamanten sind natürlich noch besser. Bloß da wissen wir jetzt nicht, inwiefern wir wirklich auch... Ups. Inwiefern wir hier wirklich... auch Diamanten ernten können. Warte mal. So, wo sind wir jetzt? 23. 23. Ist ja nicht mehr weit. Bis zur Diamantenebene. Guck mal, da ist sie doch schon. Hier ist er doch schon.
Aber hier müssten noch Diamanten sein. Haben wir Wassereimer dabei? Das wäre natürlich extrem clever. Ja, haben wir. Cool. Dann lass uns mal die Scheiße hier löschen. Oh. Okay. Ach, das war's schon. Naja. Okay. Da hätte ich jetzt aber gedacht, das ist doch hier bestimmt die 11, oder? Die 11, Alter. Na, da müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Gehen wir erstmal ein bisschen. Ich höre die Skelette schon. Mal gucken, ob wir hier ein paar Sachen abgreifen können. So. Ein bisschen Eisen noch. Na hier mal gucken. Wir machen mal eine ganz kurze kleine Grabung hier rein. War da vielleicht. Oh, jetzt müssen wir auch vorsichtig sein. So. Und dann vielleicht nochmal in die Richtung. Ich glaube, dieses, was wir da hören, ist eher unter dem Dings. So. Oh, Lichtle? Na. Ist jetzt hier nicht ganz so diamantenmäßig, oder? Kann ich ja im Endeffekt auch hinten bei mir selber graben, wenn hier nichts bei rumkommt. So. Juhu. Obsidian, genau. Obsidian heißt er. Ihr merkt schon an der Musik, jetzt die nächsten Folgen werden ganz entspannt werden. Man kann nicht immer so Action machen. Muss auch mal ein bisschen runterkommen. Ein bisschen entspannen. So, guck mal, was haben wir da noch? Da waren wir schon, aber hier waren wir noch nicht. Haha. Was könnte denn hier noch sein? Ah, guck mal, hier ist nämlich der... Hier ist wahrscheinlich der Auslöser. Der Startpunkt von diesem Wasser, genau da oben. Ja. Kann man hier schön hochschwimmen und da machen wir dann zu. Nein, nein, nein. Oder? Doch, hat geklappt. Aha. So, nehmen wir mal die paar Sachen hier noch mit, die wir hier finden. Kann nicht schaden. Eisen ist sowieso super wichtig. Oh, Smaragd. Mist, hätte ich natürlich meine Glücksspitzhacke nehmen können. Habe ich ja echt einen Smaragd gefunden. Naja, weil wir hier sind im bergigen Gebiet und meistens findet man Smaragd in Bergen. Kann ich nur immer wiederholen. Weil, wenn es um Smaragde geht, fällt mir immer wieder diese Folge ein bei Opa Zeron, wo er irgendwie mehrere Folgen auf der Suche nach einem einzigen Diamanten, Smaragden. Ah, okay. Kopfschuss, Kopfschuss, Bauchschuss, Kopfschuss, Knieschuss. Oh, ich habe keinen Bock mehr hier meine ganzen... Was denn, ist hier ein Zombie-Spawner oder was? Ihr seid mir ein bisschen viele. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ihr bewacht wohl doch nicht etwa eine Diamanthöhle? Lapis? Spinnen sind irgendwie selten geworden. Fällt mir gerade ein. Ja, wenn ich hier Lampen abmache, dann... Ah, guck mal, da oben geht es ja auch noch weiter. Oh, nee, ey. Habe ich mich jetzt schon verlaufen? Ist mir egal. Wir sind hier heute ganz entspannt. Ganz entspannt. Lehnen Sie sich zurück. Hören Sie mir einfach nur zu und schließen Sie die Augen. Ja, Sie gucken sehr viele Let's Plays. Und das regt sie auf. Das geht so weit, dass sie nachts manchmal von Spielen oder Let's Plays träumen. Aber wenn sie sich wieder beruhigen, dann werden sie das Leben genießen können.
Entspannen Sie, lauschen Sie der leisen Musik, lassen Sie sich nicht irritieren von Monsterlauten. Oh, die Fackeln sind bald alle. Ich höre doch, was das war denn das für ein Geräusch? Das war eigentlich das ist ein Enderman. Hier ist irgendwo ein Enderman. Und in der Höhle ein Enderman ist immer cool. Weil da kann er nämlich nicht abhauen. Da kann man ihn so in die Ecke drängen und dann töten. Ist häufig in solchen Dingern hier, in so Tavernen sind die häufig. Na, wo ist er? Meine Fackeln sind gleich alle. Guck mal, es wäre doch mal interessant gewesen, aber wenn ich natürlich keine Fackeln mehr habe, ist auch schon Schluss. Ach, die Fackeln fällt mir gerade ein, die kann ich mir doch craften jetzt, oder? Aber ich habe gar kein Holz dabei. Kein Holz, keine Stickies, wieder typisch. Ja, wenn man dann irgendwie ewig nicht mehr irgendwo unterwegs war. Ah, und hier kriege ich auch kein... Ich weiß jetzt noch nicht mehr... Ach, der geht zurück. Ich weiß jetzt auch noch nicht mal... Hallo? Boah, die haben eine Schlagfrequenz neuerdings. Holz, Holz, Holz. Wo kriege ich Holz her jetzt auf die Schnelle? Wer hätte das gedacht, dass hier so ein riesiges Labyrinth wieder mal ist? Aber man braucht sich hier echt nur an die Erde eingraben und schon kommt dann hier so ein cooles Labyrinth. So, weiter geht's. Wir nehmen hier die Kohle noch mit. Haben wir jetzt einen Smaragd gefunden, ist natürlich geil. Aber ein Diamant wäre noch besser gewesen. Oh, 30 Erfahrungspunkte. 30 Erfahrungspunkte ist natürlich sehr geil. Guck mal, das habe ich hier noch gar nicht abgebaut. Wir wechseln mal zu einer anderen Spitzhacke. Behutsamkeit kann ich ja nur gar nichts mit anfangen im Moment. Ja, lass uns mal hier die hier noch verbrauchen und dann gehen wir nochmal hoch und gucken mal, dass wir uns neue Spitzecken hacken machen, neue Fackeln. Und wir werden... Na, was würde ich sagen? Spitzhacken, Fackeln... Mal gucken mit dem Essen. Ewig reichen die Schnitzel jetzt auch nicht mehr. So. Mann, ey, was ist denn das hier für eine Kohleader? Das ist ja unglaublich. Kohleader vom Allerfeinsten. Seht ihr überhaupt noch was? Die Spitzachse hält auch länger durch, als ich dachte. Oh, guck dir das an. So, wo müssen wir lang? Hier? Ja, könnte durchaus sein, dass hier der Ausgang ist. So. Oder? Okay, hier war ich noch nicht. Hier war ich auch noch nicht. Von da komme ich nicht her, aber es könnte sein, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. So. Fackeln immer auf der linken Seite lassen. Jetzt habe ich auch schon so viele Nebengänge gemacht. Hier ist zwar die Fackel rechts, aber ich glaube, das ist es hier. Komm mal hoch hier. Na, das müsste es doch sein hier, oder? Kenne ich ja gar nicht. Komm, wollen wir mal hier die Lava ein bisschen ärgern? So. Jetzt habe ich mich zum ersten Mal mit Wasser selber gelöscht. Na, reicht wohl nicht. Na. Was ist denn da eigentlich? Ups. Es nützt mir... Oh, Gold sehe ich nur. Gold, ein Wasserfall. Oh, es nützt mir aber nichts. Weil ich keine... Ich brauche Holz, ey. Ich glaube, ich muss hier...
auf jeden Fall noch mal rein in die Höhle. Aber erstmal muss ich raus, muss mir Fackeln besorgen. Los, hopsa, hopsala. Erstmal den Ausgang finden hier. Oh, was essen. Ham. So, wo ist der Ausgang? Rechte Seite war ja irgendwie immer falsch. Es sei denn... Von hier sind wir aber nicht gekommen. Definitiv nicht. Hier, guck mal. Das ist er. Ja, wir haben es gefunden. Cool. Wenn wir jetzt mal wieder nach oben switchen und dann vielleicht mal gucken, können wir uns aus dem Feuerstein hier noch 2, 3 Pfeile machen. Da machen wir uns auf jeden Fall einen Haufen Fackeln. Oh, das ist dunkel. Schon mal das Bett nehmen. Und hier schnell schlafen. Gott sei Dank, das war weit genug weg noch, das Skelett. So. Tja, jetzt verbrennt er. Haben wir denn überhaupt noch Holz hier? Hier haben wir noch ein bisschen Eichenholz. Ich würde mal sagen, das Zeug packen wir erstmal zurück wieder. Wir brauchen da eigentlich ziemlich viel Platz. Ach, guck mal, das ist der Trank der Regeneration. Den könnte ich eigentlich auch mal langsam mal verwenden. Die Leitern habe ich nicht mehr hier. Die habe ich irgendwie unten gelassen. Haben wir noch Stickies? Nee. Ah, hier haben wir noch haufenweise Holz, okay. Können wir uns ja ein paar Stickies... Achso, sag mal, haben wir Federn da drin? Nö, haben wir hier Federn? Nö. Gut, dann machen wir uns erstmal einen Haufen Fackeln. So. Zack, jetzt haben wir erstmal Stickies. Und Kohle. Zack. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Zack. So. Damit kann man jetzt schon ein bisschen mehr anfangen. Dann machen wir uns einen Ofen. Erstaunlich, dass wir hier noch gar keinen Ofen haben. Den würde ich ja ganz gerne dahin stellen. Am besten, wir machen uns gleich 2 Öfen. So, zack. Zack. Das noch weg und dann hier zack, zack. Und da kommt die Hälfte von der Kohle rein und unser Gold. Und hier kommt die Hälfte von der Kohle rein und unser Eisen. So, jetzt haben wir schon ein bisschen weniger im Inventar. Dann kommt hier das Glas rein, die Nethersteine, die Erde, ups, die Erde. Was haben wir hier noch so an Werkzeug? Hier haben wir noch 2 Pfeile, okay. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Oh, guck mal, rohes Fleisch haben wir hier auch noch ohne Ende. Obsidian. Knochen. Vielleicht sollten wir noch einen Ofen bauen, um unser rohes Fleisch hier zu... Wobei, gleich ist das Gold verbrannt, dann hauen wir das halt dann rein, wenn das Gold verbrannt ist. Hier war Gold drin, ne? Genau. So. So, dann guck mal, ist hier noch Platz in der Truhe? Na, es wird langsam eng. Es wird langsam eng. Wir hatten ja auch irgendwie noch Eisen. Den Knopf wollen wir mal mitnehmen, oder? Schwarzpulver. Warte mal, warte mal. Hier hatten wir doch Eisen noch, oder? Die Glücksspitzhacke. Dann haben wir hier noch eine Effizienzschaufel, die nehmen wir mit. Hier haben wir Sticks. Und ein bisschen Kohle, Dings haben wir auch hier. Den Sand lassen wir mal hier. Die Steine können wir auch erstmal hier lassen. So, gibt es hier noch mehr Pfeile? Nö. Gut. Dann würde ich an der Stelle mal... Haben wir jetzt alles? Oh ja, die Folge ist vorbei. Nee. Ich wollte noch Eisenspitzhacken machen, aber irgendwie habe ich aus so irgendwelchen rätselhaften Gründen habe ich keine. Ich dachte, ich hätte Eisenbahnen, aber die sind wahrscheinlich mehr im Nether unten. Lass uns mal die Dinger hier nehmen und dann noch schnell normale Spitzhacken craften. So. Zack. Okay.
So, lassen wir aber erstmal hier, würde ich sagen. So. Weiter geht's, aber erst in der nächsten Folge, weil jetzt machen wir wieder Schluss und dann geht's weiter mit der Höhlentour. Meine lieben Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen und ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Folge wird wieder ganz ruhig und entspannt. Auf Wiederhören!